Die Blutbildung, das heißt die Bildung der Blutzellen, die nachher im Blut transportiert werden, erfolgt im Knochenmark. Das blutbildende Knochenmark ist in den Plattenknochen, das ist im Schädel, in der Wirbelsäule, in den Rippen, im Beckenknochen, im Brustbein. Dort befinden sich die Knochenmarkstammzellen. Das sind die blutbildenden Zellen, aus denen dann alle reifen Blutzellen sich in weiterer Folge entwickeln. Es gibt eine Stammzelle, aus der sich alle Arten, alle Sorten von Blutzellen entwickeln können. Dann gibt es eine Stammzelle, die für die roten, für die weißen und für die Blutblättchenbildung erforderlich ist. Und so gabelt sich das auf, bis dann im Knochenmark Vorstufen von Blutzellen vorhanden sind. Und wenn die dort ausreichend ausgereift sind, werden sie dann ans Blut abgegeben. Das Blut dient dem Transport innerhalb des Körpers. Einerseits werden Nahrungsstoffe zu den einzelnen Organen transportiert, andererseits werden Gifte, die ausgeschieden werden sollen, transportiert und in weiterer Folge trägt das Blut auch Informationen zwischen den Organen in Form der Hormone hin und her. Die Blutzellen, die im Blut sich befinden, haben die Aufgabe, ebenfalls Transportfunktionen und Abwehrfunktionen zu erfüllen. Die roten Blutkörperchen dienen dem Sauerstofftransport und versorgen alle Organe mit Sauerstoff. Die weißen Blutkörperchen dienen der Körperabwehr, wandern bei Infektionen an die Stellen, die im Körper davon betroffen sind. Hier gibt es verschiedene Sorten von weißen Blutkörperchen für eine spezifische und eine unspezifische Abwehr. Und als letztes sind im Blut Blutzellen, die Blutplättchen. Die Blutplättchen dienen dazu, wenn sich eine Wunde bildet oder wenn ein Blutgefäß eröffnet wird, dass an dieser Stelle sich ein Blutgerinnsel bildet und hier das Blutgefäß wieder verschlossen wird. Myeloische Zellen sind eine bestimmte Sorte der weißen Blutkörperchen. Die weißen Blutkörperchen dienen der Körperabwehr. Die lymphatischen Zellen sind die spezifische Polizei im Organismus, die Erreger erkennen können und gezielt abtöten können. Die myeloischen Zellen sind diejenigen, die eher unspezifisch aufräumen. Und dazu gehören also die kleinen und die großen Fresszellen, wie man sie landläufig auch bezeichnet. Wenn es zu einer Störung im lymphatischen System kommt, können häufiger Viruserkrankungen auftreten. Bei myeloischen Defiziten, wenn hier diese Zellen nicht in Ordnung sind, kommt es häufiger zu bakteriellen Infektionen oder auch zu Pilzinfektionen.